Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das sogenannte Jika Rig baut. Und das braucht ihr dafür. Erstens mal wieder ein Haken. Hier habe ich wieder einen Offset Haken. Dann braucht ihr ganz wichtig Sprengringe, zwei Stück. Ihr braucht ein Dropshot-Blei, ein kleines. Hier habe ich so ein kleines Dropshot-Blei von 3,5 Gramm. Ihr braucht einen Köder. Hier habe ich den Kitech Crazy Flapper. Und ganz wichtig, eine Zange, mit der ihr auch gut Sprengringe öffnen könnt. Also das sieht man hier in der Zange ganz gut. Die hat vorne so einen Zahn dran. Damit kann man dann wunderbar diese Sprengringe öffnen. Weil sonst seht ihr auch hier typischen Sprengringe, die gibt es ja auch für Schlüssel, für euren Schlüsselbund. Die muss man dann gleich öffnen und da entsprechend den Haken draufziehen und den anderen Sprengring. Und das ist eine mega Friemelei. Gerade das sind jetzt auch ein bisschen größere Sprengringe. Aber wenn ihr kleinere benutzt, wird das mit den Fingern echt eine Friemelei. Geht auch mit den Fingern, das kommt auf eure Geschicklichkeit an mit euren Fingern. Aber ich empfehle definitiv so eine Zange zu nehmen, womit ihr dann entsprechend hier mit diesem Zahn zwischen diese Sprengringrillen reinkneifen könnt und dann einfach besser die anderen Materialien auf die Ringe raufziehen könnt. Auch bei Schlüsselanhängern, wenn ihr einen Schlüssel auf euren Sprengring aufziehen wollt, macht das lieber mit einer Zange, bevor ihr euch eure Finger kaputt macht. So, und jetzt führen wir das Ganze mal zusammen. Als allererstes nehme ich mir die beiden Sprengringe und ziehe die ineinander. Dafür nehme ich mir die Zange. Gehe in den ersten Sprengring rein, direkt bei der Öffnung hake ich mich rein, nehme den anderen Sprengring, sehr genau, das meine ich, es ist extrem friemelig auch ohne diese Zange, auch mit dieser Zange, aber es geht wesentlich schneller so. Das ist jetzt das Ergebnis. Ich habe die beiden Sprengringe verbunden. Jetzt kommt der nächste friemelige Schritt. Das wird jetzt, dass ich das Dropshot-Blei auf einen Ring hier drauf ziehe. Gleiches Prozedere jetzt wieder wie eben. Ich nehme die Zange und öffne mir ein Ende des Sprengrings. Und ziehe dann jetzt das Blei drauf. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Das Dropshot-Gewicht hängt jetzt an einem der Sprengringe dran mit der Öse. Nochmal näher dran gehen. So, das hängt jetzt hier dran. Und jetzt nehme ich den Haken und muss den äußeren Sprengring, also den Sprengring nehmen, wo das Blei nicht dran hängt, den hier, und ziehe den Sprengring jetzt durch die Öse meines Hakens. Also hierauf. Wieder Sprengringzange zum Öffnen des Rings. Wie gesagt, Leute, ich bin jetzt nicht der Fingerfertigste, der Beste in solchen Friemelarbeiten. So, jetzt nehme ich die Öse,
ziehe sie da auf dem Haken. Fertig. So sieht die finale Montage aus. Zwei Ringe. An einem hängt der Haken. An dem anderen hängt das Blei. Ihr könnt hier auch kleinere Ringe benutzen. Ich habe jetzt so große genommen, einfach zu Präsentationszwecken, um euch das zu zeigen. Und weil es auch dann entsprechend einfacher ist, die Ringe raufzuziehen. Sonst hätten diese Aufzieharbeiten ein bisschen länger gedauert. Aber es geht natürlich auch mit großen Ringen. Der Effekt ist der gleiche. Schlussendlich, so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt müssen wir nur noch den Köder aufziehen. Ganz einfach. Hier unseren Crazy Flapper. Wieder Standard Nose Hooking. Das kennt ihr sicherlich schon. Vorne durch die Nase durch. Kurz danach wieder austreten lassen. Drehen. Kurz abmessen, wo der Haken austreten soll. So. Das war's. Das ist dann das Jigger-Rig. Vorne die Bebleiung. Ja, und der Köder, ich habe auch ein Video, ein Unterwasservideo genau von dieser Montage. Das verlinke ich dann gleich oben rechts in der Ecke. Da könnt ihr mal raufklicken, dann seht ihr auch, wie das Ganze sich unter Wasser verhält. Ja, klar, der Logik halber wird der Köder durch das Blei dann naseseitig zuerst zu Grund sinken. Ja, und der hintere Teil schwebt so ein bisschen mit und man sieht ja auch hier, der Köder hat sehr viel Beweglichkeit und Aktion nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Also es ist ein sehr flexibles Rig. So, ne? Und hier, das ist natürlich auch noch gesagt, hier vorne an den Ring, an den mittleren Ring kommt dann auch die Schnur bzw. ein Snap. Das ist, kann ich ja gleich mal zeigen. Ich hole mal kurz einen Karabiner oder sowas. Ich habe jetzt nochmal einen kleinen Karabiner, damit ihr seht, wo befestige ich das Ganze eigentlich. So, ich nehme den mittleren Ring, der am Köder dran ist, am Haken dran ist. So, da mache ich den Snap fest. Und hier kommt dann die Leine ran. Hier ist sogar noch ein Stück Sehne dran. So. Ja, das Ganze sieht dann so aus. Von oben, von der Seite. Wie könnt ihr das sehen? So ist das Ganze dann aufgebaut. Quasi wie so eine Art Schlüsselanhänger, nur dass an dem Schlüsselanhänger, an dem Hauptring dann das Blei mit einem eigenen Ring noch dranhängt. Dadurch natürlich dann auch wesentlich mehr Beweglichkeit hat hier, mehr Spiel. Und an den Hauptring, sage ich mal hier, kommt dann der Snap oder die Schnur dran. Das war's. Und wie immer, alle benutzten Materialien im Video schreibe ich nochmal detailliert in die Videobeschreibung rein, sodass ihr genau wisst, was ihr zum Beispiel braucht, wenn ihr das Ganze nachbauen wollt. Und wenn ihr sehen wollt, wie sich diese Montage unter Wasser verhält, dann klickt doch einfach oben rechts auf das Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Beste Grüße, alles Gute wünsche ich euch. Bis bald, euer Underwater Tackle Team. Ciao, ciao.